Heute mit Advance zu Gast bei dem Künstler Michael Evers in seinem Atelier. Du hast ja auch beides, also Grafikdesign und Philosophie studiert. Und was hat dich eigentlich so nach Kassel verschlagen? Weil du kommst ja aus Ostwestfalen, ne? Nein, aus Niedersachsen. Südniedersachsen, Osnabrück. Ach, Osnabrück. Wie man vom Gammel noch kennt. Ja. Und das war für mich ein sehr wichtiges Erlebnis. Und Tom hatte dann Lehrauftrag und kam aus Kassel. Und über Tom habe ich also Kontakt zu Kassel bekommen, zu Kasseler Studenten, auch damals Kunststudenten, zur Kasseler Szene. Bei Paul Klee gibt es auch viele Bezüge zur Natur in seiner Malweise, in seiner Kunst, in seinem Kunstverständnis, in seiner Lehre. Unendliche Naturgeschichte heißt zum Beispiel ja ein Buch von ihm. Er hat sich sehr stark auch als Naturforscher verstanden und hat das künstlerische, das ästhetische Arbeiten immer auch mit Naturstrukturen, mit dem Vorbild Natur verbunden. Und das war auch meine Richtung, das Einstellung in der Art, wie ich das hier so vermittle. Also auf jeden Fall immer Natur und Kunst in Einklang sozusagen. Ja, ja. Aber es sind auch viele Malereikonzepte, Kunstkonzepte aus dem 20. Jahrhundert von verschiedenen Künstlern, die ich hier so die ich selber erforscht habe früher und wo ich bestimmte Methoden mit hier einfließen lasse und anbiete. Ich habe auch viel Literatur und zeige das in Büchern und Katalogen und so. Also es ist so eine Mischung aus verschiedensten Strömungen. Aber es entscheidet immer eine Ganzheit. Ein Vorbild für Ganzheit sozusagen. Und daran kann man sich auch in der Malerei orientieren, an so organische Ganzheitsideen. Das ist ein Riesenthema, könnte ich jetzt lange zu reden. Aber da war schon der Anfang und im Laufe der Zeit hat sich mein Interesse immer mehr zu der Naturproblematik entwickelt oder habe ich mich hinbewegt. Ne? Das ist ja nun, die Grünen gibt es schon seit 1980. 1972 gab es zum ersten Mal den Bericht des Club of Rome, aber erst seit einigen Jahren ist diese Naturproblematik, Klimawandel und Artensterben und so weiter so in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Ne? Eigentlich erst seit 2019, seit Greta Thunberg. Ne? Da fing das eigentlich erst wirklich an. Vorher wussten wir das alle schon, die Grünen gab es, hat niemand mehr interessiert. Aber seit 2019 ist das richtig aktuell. Und ich habe 2019 vor Greta Thunberg, wenn ich zu lange rede, musste sagen. Vor Greta Thunberg 2019 habe ich in Marburg eine Ausstellung gemacht zum Thema Natur, Wirbel im Gestein. Wie fängst du jetzt die Natur ein? Ich meine, gehst du raus und hast dann für deine Bilder eine Inspiration? Oder bist du viel in der Natur, dass du sagst, ich komme dann auf die Ideen, die ich dann auf die Leinwand bringe? Ja, beides. Also ich arbeite viel in der Natur, seit einigen Jahren noch mal mehr. Ich male draußen, ich zeige draußen, ich gehe so in die Parks, aber auch bei Koch-Wilhelmshöhe. Ich habe also im Park oben, ich habe einen Roller, ich fahre im Sommer viel in der Gegend rum, im Umkreis, im Landkreis von Kassel und zeichne dort. Ich habe so meine Orte. Am liebsten bin ich Richtung ehemalige Grenze da, hinter Bitzenhausen. Burg Hanstein, wenn Sie das kennen, das ist so wunderschön, da braucht man gar nicht nach Italien fahren. Ja, also ich zeichne und male viel draußen, aber ich mache das, also ich will mich jetzt nicht mit Caspar David Friedrich vergleichen, aber die Romantik ist für mich ein ganz wichtiger Bezug und ich halte demnächst auch einen Vortrag über die Romantik im Evangelischen Forum, übrigens nebenbei gesagt, also ich habe mich da viel mit beschäftigt. Die Romantiker haben, die Maler der Romantik haben die Natur gemalt in einer Einheit von innen und außen. Die haben nicht einfach realistisch draußen abgemalt, sondern die haben aus einer inneren Intuition, nicht? Aus der Innenwelt, aus der inneren Imagination auch gearbeitet und das beides miteinander verbunden. Ja, da gibt es jetzt so einen Satz von Caspar David Friedrich. Ja, an der Stadthalle. Ne? Da fahre ich dann nochmal hin, so um 6, so in der schönen Abendstimmung im Sommer. Es ist ja lange hell und warm. Und da richtig gemacht. Und das habe ich parallel dazu im Atelier gemacht, im Großteil, mit Ölfarbe. Und da habe ich einfach ja, so ein bisschen diese Struktur übernommen. Das heißt, es ist schon ein sehr spontaner Prozess. Ich denke dann schon natürlich an Stämme und an Zweige.